Aber es gibt nicht nur Konzerne. Es gibt auch etwas, was aus unseren Städten kommt heute. Und eins davon, das sind Sachen, wo Menschen in erscheinen. Was willst du dann mit Menschen machen? Ohne Kopf, ohne Fuß. Der Kopf ist außerhalb des Bildrahmens und dann kann sich jeder Mensch, jeder Betrachter den Kopf selber ausdenken. Also ich stelle nicht eine bestimmte Person dar, also die Frau sowieso oder Herr sowieso, sondern mich interessiert der Mensch an sich in der Stadt. Also ich interessiere mich für den Alltag im städtischen Leben, da kommen die Menschen, das ist ein Hin und Her, die bewegen sich. Und ich habe Aufnahmen gemacht, wo mit Bewegungsunschärfe, da sieht man das Gesicht nicht. Und zwar aus diesem Grund, mich interessiert der Mensch, der sich bewegt und eben nicht ein bestimmter Mensch, sondern das könntest du sein, könnten sie sein, es kann irgendjemand sein. Und darum ist entweder die Bewegungsunschärfe, macht das Gesicht unkenntlich, oder ich gehe ganz nah dran mit der Kamera, sodass ich nur einen Teil des Körpers sehe und mich so eigentlich, der Betrachter fühlt sich dann mitten im Gewühl. Man ist mittendrin. Also wenn ich mitten in einer Menschenmenge bin, sehe ich auch nicht gleichzeitig die Füße und den Kopf, sondern ich sehe so das Stück. Also es geht auch darum, vom Einzelnen, von einem bestimmten Individuum mehr auf eine gesamte Gruppe oder den Mensch an sich darzustellen. Wer das besiegt, das guckt, die kann ein Gesicht entdecken darin. Es gibt ein Kind. Ein Kind mit einer schönen Mütze auf. Geht mal dahin, entdeckt mal das Kind. Das Kind hat noch ein Gesicht. Ist das speziell so gemacht? Das Kind ist einfach kleiner als die anderen. Das ist gut. Was mich sehr intrigiert hat, da oben, du hast schon gesagt, ich habe Bilder, die unscharf haben. Du hast da Bilder in die Nacht, am Abend aufgenommen. Und die haben schon unglaublich viel, was malerisch ist. Sehr intensiv, mit Farbe bearbeitet. Kannst du vielleicht noch darüber zusagen, denn du hast mich so ungefähr gesagt, sieh, das ist der Turm, der Kirchturm von Kressbronn. Das war ein bisschen rund und da war ein bisschen Oranje. War es so oder war es nicht so? Mit viel Gutwill kann man das so interpretieren. also erstmal, mich interessiert sehr, was man im Film nennt, l'heure bleue. Das ist die Zeit am Tag, in der Dämmerung, wenn das Tageslicht verschwindet, aber noch ein bisschen da ist und das elektrische Licht, das künstliche Licht, das kommt schon. Also wir haben zwei verschiedene Arten von Licht. Das ist, fasziniert mich sehr und ich habe da auch extra eine lange Belichtungszeit gewählt, damit eine Unschärfe reinkommt, die dem Foto bereits etwas Malerisches gibt, weil ich ja die Fotografie ausschließlich benutze, um nachher ein malerisches Bild zu machen. Und da ist es wieder ähnlich wie bei den Menschen. Ich habe durch diese Unschärfe, ist es nicht ganz klar, was ist das für ein Ort? Es gibt Fotos, die sind aus Basel natürlich, aber auch aus Amsterdam oder aus Berlin oder Frankfurt oder irgendwo, ich glaube auch von Luzern, also ich weiß es gar nicht mehr. Sie sind aber durch die Unschärfe nicht so identifizierbar und eigentlich kann jeder Betrachter sagen, ja, das sieht ja aus wie bei mir oder ich kenne das, es ist so eine Straße mit dem künstlichen Licht, es geht mir nicht um eine bestimmte Stadt. Und darum habe ich auch gesagt, ja, das könnte auch Kressbronn sein, sieht fast ein bisschen so aus mit diesen Lichtern. Es kann irgendein Ort sein. Es geht mir nicht um einen bestimmten Ort.
den Ort, sondern um die Dämmerung und diese Situation mit dem Licht und der Bewegung auch noch. Das ist auch so kongruent an die Menschen in der Stadt. Ist, ja. Wie soll ich sagen, ich finde es schön, wenn der Betrachter noch ein bisschen Interpretationsfreiheit hat und kann sagen, ah, dieses Bild erinnert mich an das und das. Und ein anderer Betrachter, den erinnert es an etwas anderes. Und als Künstlerin habe ich gerne, wenn da noch ein bisschen Freiheit drin ist für den Betrachter. Darum habe ich dann mal gesagt, ja, das ist Kirchturm von Christburg. Das ist ein bisschen Interpretation. Genau, gut.